Willkommen zu einem neuen Video und zwar beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist dein Lichtjahr? Es ist wohl eine der wichtigsten Fragen des Universums. Ein Lichtjahr ist 9,5 Billionen Kilometer lang. Nach dem julianischen Jahr von 365 Tagen benötigt das Licht ein Jahr, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen, bei 300.000 Kilometer pro Sekunde. Damit wir uns die 300.000 Kilometer pro Sekunde besser vorstellen können, zeige ich euch jetzt einen Vergleich. So, da haben wir einmal den Pkw mit 250 km/h, 0,07 Kilometer pro Sekunde. Das dürfte jedem ein Begriff sein. Jeder hat eine Vorstellung davon, wie schnell ein Pkw ist. Und dann, jeder hat auch noch eine Vorstellung, wie schnell ein Flugzeug ist mit 1000 km/h. Und bei 0,27 Kilometer pro Sekunde. Dann kommt die Apollo 10, die gibt es in Wirklichkeit oder gab es in Wirklichkeit mit 40.000 km/h und 11,11 Kilometer pro Sekunde. Also die Apollo 10 ist also etwas schneller als so mancher Asteroid. So, der Nuklearantrieb mit 720.000 km/h erreicht schon satte 200 Kilometer pro Sekunde. Dann, wie gesagt, die Lichtgeschwindigkeit bei 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das Licht ist also deutlich schneller als alles, was wir bisher kennen. Der Nuklearantrieb ist natürlich ein Konzept, den gibt es bisher noch nicht in echt. So, aber das Licht sollten wir eigentlich noch einige Monitore nach rechts versetzen. Wir verkleinern etwas den Maßstab, um es noch mal ein bisschen deutlicher zu machen. Wie gesagt, das Licht wandert viel weiter nach rechts. So schnell ist das Licht. Ich hoffe, es wird jetzt etwas deutlicher, was wir eigentlich benötigen, um an Lichtgeschwindigkeit heranzukommen. Es gibt natürlich noch weitere Konzepte wie den Fusionsantrieb, die Lichtsegel. Ein Lichtsegel übrigens kommt auf bis zu 13.600 Kilometer pro Sekunde, ist deutlich schneller als der Nuklearantrieb, aber nur 5%, knapp 5% der Lichtgeschwindigkeit. Also ein Lichtsegel oder ein Nuklearantrieb wäre super für die Reise in unserem Sonnensystem zum Planeten Jupiter zum Beispiel, aber zum Alpha Centauri System mit 4,3 Lichtjahre bräuchten wir immer noch sehr lange, und auch wenn es sich anhört wie ein Katzensprung, es ist für Menschen praktisch erstmal unerreichbar. Möchtest du also trotzdem etwas von dem Universum und von den Mysterien mitbekommen? Bleib doch bei meinem Channel, wir gehen manchmal auf die Reise und schauen uns die Systeme und Planeten, Galaxien, was es auch immer gibt da draußen an. Bleiben wir doch einfach mal beim Alpha Centauri System. Wir bräuchten mit der Apollo 10 ca. 110.000 Erdenjahre. Mit dem Nuklearantrieb wären es 70.000 Jahre, immer noch sehr viel. Und mit der Lichtgeschwindigkeit bräuchten wir immer noch 4,3 Lichtjahre. Das ist eine verdammt lange Zeit für das nächstgelegene Sternensystem, das unserem Sonnensystem, wie gesagt, am nächsten liegt. Und selbst wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit fliegen könnten, die Frage ist immer noch offen, ob die Menschen überhaupt so eine Geschwindigkeit aushalten könnten. Eine in Anführungsstrichen realistische Möglichkeit wären Solarsegel. Hier wäre bis zu einer halben Lichtgeschwindigkeit alles möglich. Allerdings das letzte Konzept, das ich gesehen habe, hat nur eine Geschwindigkeit von 13.600 Kilometer pro Sekunde und das würde bis nach Alpha Centauri circa 46 Jahre dauern. Und wenn ihr gedacht habt, dass euch das schon von den Socken haut, dann schaut euch mal diese Zahl an. Das Universum ist circa 13,8 Milliarden Lichtjahre groß, zumindest so weit die Teleskope heutiger Zeit sehen können. Ob es dann ein Ende gibt, das weiß man nicht, vielleicht geht es dann ja noch weiter. Manchmal fühlt man sich ja wie eine Ameise, die einfach nur bis zu einem bestimmten Punkt
schauen kann, aber in Wirklichkeit ist ja doch alles größer. Da kommt einem das Alpha Centauri Doppelsternsystem mit 4,3 Lichtjahren Entfernung zu unserem Sonnensystem wie ein Katzensprung vor. Wie ich aber vorhin erzählt habe, ist es dies natürlich auch nicht, zumindest nicht mit der gegenwärtigen Technologie. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass doch ein paar Verbesserungsvorschläge da, wenn du magst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.